Hallo, ich lese Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung. Und ich bin angekommen im Kapitel 4 Führungskräfte und Antisozialität. Das ist geschrieben worden von Gerhard Dammann. Und ich bin angekommen im 4. Kapitel, im 5. Teil. Evaluationspsychologie von Egoismus und Altruismus. Evaluationspsychologie von Egoismus und Altruismus. So, ich komme mal gerade. Ja, ist wieder ein bisschen länger als das davor. 4.5. Evolutionspsychologie von Egoismus und Altruismus. Die Spieltheorie hat in den letzten Jahren belegt, dass Individuen mittelfristig am besten fahren, wenn sie einen reziproken Altruismus an den Tag legen. Diese Strategie zeigt sich, wenn in Spielexperimenten auch anonymen Mitspielern, in Klammern ohne dass es eine Verpflichtung oder negative Konsequenz dafür gäbe, Klammer zu, ein substanzieller Anteil aus Gründen der so empfundenen Fairness zugestanden wird. Die Theorie besagt im Wesentlichen, dass Menschen, in Klammer auf, und andere Spezies, wie zum Beispiel Primaten, Klammer zu, bereit sind, anderen nicht genetisch nahen Verwandten zu helfen, wenn und insofern sie die Erwartung haben, dass diese Hilfeleistung in der Zukunft durch den Hilfeempfänger kompensiert werden wird. Faktoren, ob ein Spiel mehrfach wiederholt wird, ob es Informationen über die Mitspieler gibt, ob von einem rationalen Verhalten bei Einhalten der Spielregeln ausgegangen werden kann und anderes spielen ebenfalls eine Rolle. In klassischen Paradigmen der Spieltheorie wird dem Gefangenendilemma, Faktoren, ob ein Spiel mehrfach wiederholt wird, ob es Informationen über die Mitspieler gibt, ob von einem rationalen Verhalten bei Einhalten der Spielregeln ausgegangen werden kann, und anderes spielen ebenfalls eine Rolle. In klassischen Paradigmen der Spieltheorie wird dem Gefangenendilemma, ist die kooperative Strategie Tit for Tat, in Klammern wie du mir, so ich dir, am erfolgreichsten. Ein Spieler kooperiert in der ersten Runde und kopiert in den nächsten Runden den vorherigen Spielzug des Spielpartners. Die nicht rationale Störungsanfälligkeit dieser prinzipiell kooperationswilligen Strategie liegt darin, dass bei Verrat Vergeltung geübt wird, was bei Missverständnissen zu Blockaden durch Vergeltungsreaktionen führen kann. Allerdings ist es so, dass kurzfristig extrem eigennützige Individuen mit stark machiavellistischen Zügen nicht nur profitieren, sondern unter Umständen sogar besser, also erfolgreicher, mit einer auf Maximierung des Eigennutzens beruhenden Strategie fahren können. So resultieren aus der Master-and-Servant-Strategie ebenfalls sehr gute Resultate. Zitat Anfang. Diese Strategie spielt während der ersten 5 bis 10 Runden ein der Erkennung dienendes kodiertes Verhalten. Die Strategie stellt so fest, ob der Mitspieler ebenfalls Master-and-Servant spielt. Das heißt, ob er ein Verwandter ist. Ist dies der Fall, wird der eine Spieler zum Ausbeuter, in Klammern Master,
der immer betrügt und der andere Mitspieler zum ausgenommenen Servant, der bedingungslos und scheinbar wider aller Vernunft kooperiert. Ist der Mitspieler nicht Master and Servants konform, wird betrogen, um die Mitstreiter im Wettbewerb zu schädigen. Dies führt zu einem sehr guten Resultat für die Strategie als Ganzes, da bei Master and Servants Begegnungen der Master fast immer die maximale mögliche Punktzahl für einseitigen Verrat erhält, was bei sonst üblichen Begegnungen extrem unwahrscheinlich ist. Zitat Ende. Und es ist aus einer Website, zitiert nach http://de/wikipedia. Blablabla. Es steht bei Wikipedia unter Gefangenen-Dilemma. Zugriff am 7.4.2015. Eine andere, noch erfolgreichere antikooperative Strategie, Zero Determinants, wurde zumindest theoretisch von Press, Freeman und Dyson entwickelt. Sie wurde aber wegen ihrer fehlenden humanwissenschaftlichen Validität kritisiert. Die Spieltheorie kann auf kriminelle Organisationen selbst angewandt werden, wo es typischerweise eine Art von Schweigegebot gibt. In Klammer Mafia Hells Angels. Dass Kooperation innerhalb der Gruppe zusichert, solange man sich daran hält. Die Kooperativität im Spiel ist bei Psychopathen geringer. Der sich antisozial bzw. extrem egoistisch, Verhaltende riskiert, von der Gruppe sanktioniert zu werden. Menschen sind nicht nur bereit, antisoziales Verhalten anderer zu bestrafen, wenn sie selbst Opfer sind, sondern auch, wenn sie unfaires Verhalten gegenüber einer von einer ihnen nicht bekannten dritten Person beobachten und ein Verantwortungsgefühl für die Situation haben. Man kann also sagen, dass Menschen an der Durchsetzung von sichtbarer Fairness und Gerechtigkeit interessiert sind, auch wenn sie dafür eigene Ressourcen opfern müssen. Zu beachten ist dabei ein Beurteilungsfehler, der in der Soziobiologie als Korrespondenzfehler bezeichnet wird. Menschen neigen dazu, negatives Verhalten anderer personal stabil, eigenes negatives Verhalten jedoch situationell variabel zu attribuieren. Eine solche Verzerrung in der Wahrnehmung anderer ist adaptiv. In Klammern, das heißt funktional. Wenn es kostspieliger ist, eine systematische Ausbeutung durch eine andere Person nicht zu registrieren, als die negativen Absichten eines anderen zu überschätzen. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Also, man denkt, andere machen immer dasselbe und man selber ist variabel in seinem Verhalten. Den Rest habe ich nicht verstanden. Macht nichts. Auch das Manipulations-Item erscheint im Licht der Sozialpsychologie fraglich, denn jeder Mensch hat ein Interesse, bei anderen einen fairen und ehrlichen Eindruck zu hinterlassen. Okay.
glaube, hier steht dann, man lässt sich manchmal ausbeuten. Damit einem andere helfen, oder ich weiß es nicht, ich habe es nicht ganz verstanden. Naja, es geht weiter mit einem nächsten Abschnitt, mit einem nächsten, ja, Absatz heißt das, mit einem nächsten Absatz. Ich bin zu doof für den Text. Nach Miller sind echter Altruismus und prosoziales Verhalten letztlich eine Form persönlicher Optimierung. Gemeint ist hier nicht eine egoistische Vortäuschung, in Klammern Pseudo-Altruismus. Es ist eine Strategie, die könnte man fast zynisch anmerken, von den Individuen vornehmlich gewählt werden muss, die nicht über Voraussetzungen, in Klammern Stärke und Attraktivität, für die egoistische Strategie verfügen, die auch mit weniger Treue einhergeht. Miller argumentiert, dass Spender, in Klammern etwa von Geld an karitative Organisationen, erstaunlich wenig Interesse haben, ob das Geld beim Empfänger ankommt. Klammer auf, was man ja erwarten sollte, wenn es vornehmlich altruistische Motive wären, anderen zu helfen, Klammer zu. Und meint auch hier individuelle Motive zu erkennen. Ich spende, um zu zeigen, dass ich es mir leisten kann, wäre so eins. Der Preis, den die egoistischen Personen zahlen, ist allerdings, dass sie dadurch ein geringeres Netzwerk an Freunden haben, die sie in der Not unterstützen würden. Die dichotome Gegenüberstellung von prosozialem versus antisozialem Verhalten oder Persönlichkeitszügen würde so eine deutliche Relativierung erfahren. Beide Strategien wären auch instabiler oder flexibler als oft angenommen, wofür es Evidenz gibt. Psychopathie könnte als Gegenpart zur längerfristig ausgelegten Prosozialität auch als stabiles Persönlichkeitsmerkmal Psychopathie könnte als Gegenpart zur längerfristig angelegten Prosozialität auch als stabiles Persönlichkeitsmerkmal charakterisiert werden, evaluationspsychologisch als eine Strategie des kurzfristigen, in Klammern, Selektionserfolgs. So würde der Begriff seinen moralischen Impetus verlieren. Prosozialität des Gegenübers hat bei der Beurteilung der Attraktivität als Sexualpartner keinen kurzfristig positiven Effekt und erhöht nur die Präferenz, als Langzeitpartner gewählt zu werden. Egoistische und altruistische Motivationssysteme würden so im Menschen unterschiedlich ausgeprägt sein. Es gibt Hinweise, dass neurobiologische Faktoren unterschiedliche Strategien bei prosozialem Verhalten und im Zusammenhang mit Psychopathieausprägungen determinieren. Die Vorstellung eines egoistischen Homo economicus, dessen einziges Bestreben darin besteht, seinen persönlichen Gewinn zu optimieren und der auf diese Art und Weise auch rational handelt, hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Die experimentelle Spieltheorie hat gezeigt, dass für Menschen die überwiegende Mehrheit der Menschen auch transkulturell übergreifend Fairness und Teilen, in Klammern Egalitarismus, wichtiger sind. So. Also die Menschen wollen doch irgendwie, dass man fair handelt und teilt.
Ich bin zu doof für den Abschnitt. Vielleicht geht es beim nächsten besser. Antisoziale Persönlichkeitsstörung nur eine Ursache neben anderen. Wäre dann 4.6. Tschüss.